Aufschlag UTC Lenzia. Die Mitglieder des UTC Lenzia kämpfen um den Meisterschaftssieg. Ja, wir haben insgesamt 7 Mannschaften. Das heißt, wir haben 3 Seniorenmannschaften plus 45, dann eine Seniorenmannschaft plus 60 und 2 allgemeine Herren und eine Damen allgemein. Ja, ich bin von der Spielerstärke so im Mittelfeld. Wir sind in der Allgemeinklasse, in der Regionalklasse. Und ja, wenn es morgen gut geht, dann sind wir ganz gut dabei. Ja, dabei so schaut es ganz gut aus eigentlich. Morgen haben wir eine schwere Meisterschaft vor uns, da müssen wir unbedingt gewinnen. Aber ich glaube, das machen wir. Wir sind schwer motiviert. Die Sportart Tennis, so wie wir sie heute kennen, entstand mit ihren Regeln im Zuge der ersten Meisterschaften in Wimbledon im Juli 1877. Den UTC Lenzia gibt es schon seit 42 Jahren. Auf den 8 Tennisplätzen können die 130 Mitglieder ihrem Hobby nachgehen. Den UTC Lenzia gibt es seit 1976, da wurde er gegründet. 1980 wurden dann die hinteren 3 Plätze erweitert und seit 1983 sind wir auch bei den OTV-Tennismeisterschaften als Verein, der Meisterschaft spielt, dabei. Ja, wir haben 8 Plätze und einen zusätzlichen Trainingsplatz, also wo man halt dann Trainerstunden nehmen kann, aber 8 Plätze stehen den Mitgliedern ständig zur Verfügung. Unsere Vorzüge, und das wird auch von Gästen und anderen Mannschaften anerkannt, wenn sie zu uns kommen, die haben ja Vergleiche, sind sicher das Riesenareal, das Grün, genug Platz zum Spielen, genug Platz für die Autos, relativ intensives Clubleben. Man kann da jederzeit damit rechnen, dass man einen Partner findet, auch wenn man sich nichts ausgemacht hat. Und einfach die Tatsache, dass wir von der Philosophie her eine gute Mischung haben zwischen Leistungssport, Mannschaften und Leuten, die rein als Hobby, rein zur Garde spielen. Aber nicht nur bei den Meisterschaften ist etwas auf den Tennisplätzen los. Veranstaltungen machen wir auch sehr viel. Wir machen so interne Meisterschaften, also Vereinsmeisterschaften, diverse Jux-Turniere, Mix-Doppelturniere, aber auch regionale Veranstaltungen, also wo wir jetzt die anderen Vereine auch einladen. Da haben wir auch unser traditionelles Doppelturnier jetzt alle 2 Jahre. Das kommt auch sehr gut an, also dann ca. 100 Paare immer im Einsatz. Also das belebt auch ganz schön. Ja. Ja, also ich bin momentan in der österreichischen U16-Rangliste, bin ich die Nummer 3 und in Oberösterreich bin ich ja schon seit 2 Jahren jetzt Nummer 1 unter 18. Ich habe also ganz bald angefangen mit 3 Jahren, also gleich auf dem Tennisplatz und es war eigentlich immer super, weil ich habe immer einen super Trainingspartner gehabt und ich glaube, es gibt in ganz Oberösterreich kaum Vereine, die das Clubleben so sehr mit dem Tennissport verbindet. Im Sommer von 30. Juli bis 3. August gibt es beim UTC Lenzia wieder die Tenniswoche für Kinder. Wir möchten gerne nächstes Jahr wieder mehr Jugendmannschaften haben. Natürlich brauchen wir da Kinder und Jugendliche. Das war halt sehr klasse, wenn sie da auch gerade beim Kinderkurs welche melden taten. Und die werden dann halt schön langsam dann an die Meisterschaft rangeführt und werden dann integriert in die Mannschaften bzw. in ihre neue Mannschaften dann gegründet. Wer also jetzt Lust auf den beliebten Sommersport hat, auf den warten die Tennisplätze des UTC Lenzia.